ein wunderschönes Jahr 2017, liebe VBT-Community. Ich freue mich, heute die Ehre zu haben, die VBT Elite Awards für das gesamte Turnier verleihen zu dürfen. Ihr habt sehr fleißig abgestimmt und so gibt es dieses Mal in allen Kategorien sogar 5 Plätze, die genannt werden. Vielen Dank und viele Props wieder einmal an den Noodles für die Auszählung der vielen Stimmen. Los geht es mit der Kategorie Bester Beat und wir fangen natürlich von hinten an. Der 5. Platz geht hier an Dope Boys Music aus der Runde von Asta One gegen TJ im Viertelfinale. DJ, du sollst der Titelfavorit sein, Alter. Geht's dir noch um Battle Rap oder kommen die Teilnehmer weiter, nur weil man den Namen aus älteren Battles kennt? Platz 4 erreichte das Instrumental von Artisan Speeds aus Tyves Runde gegen Blue, welches aber auch schon von Shaloki in der Quali verwendet wurde. Jetzt stirbst du Hurensohn wieder ans Mic, aber egal was du tust, ey, und du wirst hier niemals gehypt, auch nicht mit Blut, aber wieder betreibt. Ey, deine Crew sind paar Dudes in More Suits mit dem kreativen Anspruch eines Sechsklässler-Kunstprojekts. Ey, und check mal dein Grundschultext. Der erste Beat auf dem Treppchen stammt von Private Paul und unterlegte Bladesas Runde gegen TJ. Ich hatte eigentlich keinen Bock, aber zu viel GOT geglotzt. Und das Ding ist, Rapper werden locker aus dem Weg geboxt. Komm ans Mic und du kassierst, komm, sag mir, wer bitte so wie ich im Beat die Dinge in paar Worten implodieren lässt. Auf Platz 2 kommt nun ein Dizzy Beat, welcher wenig überraschend bei Mel Tech Rap Verwendung fand, nämlich in seiner Runde gegen Dupasch. Okay, Dupasch, halt die Fresse, deine Hinrunde ist scheiße, deine Rückrunde ist scheiße, Battle Rap gehört mir, du Spaß. Willkommen in meiner Welt, Krieg und Hass, mitten in die Schnauze Rap, du gehörst nicht zu uns, du machst Cloud und Trap. Und der Sieger in der Kategorie Bester Beat ist JL6, dessen Beat Shaloki im 16. Finale gegen Nikes wählte. Herzlichen Glückwunsch, JL6. Nikes, mit den Texten, die du Bitchrock, gewinnt man kein Turnier, sondern wird Feature-Gast bei Mikbox. Mit Abstand der Chef, sowas willst du in einem Battle bringen, da fehlt nur noch Ali bei der Gründung von Rappers. Kommen wir nun zu den Rappern und der Kategorie Bester Newcomer. Auch hier hatten wir trotz des eingeschränkten Teilnehmerfeldes wieder einige Talente zum ersten Mal richtig im VBT wahrgenommen. Auf Platz 5 findet sich hier die Legende aus der Hood, der große Cashflow. Ich bin Cash zu dem Flow und bring den Real Talk. Von der Street in die Booth auf den iPod. Ich komm zum Battle mit der Waffe wie ein Cyborg. Lyrische Zerstörung beim VBT und Julians Blog. Schuller produziert den Clip, Breezy nimmt den Shit auf. Ich stell mir das Mic auf, dreh das Interface laut. Baller ein paar Lines raus, bau mal ein paar Lines auf. Ich bin voll auf Film und schreibe ein paar Rhymes auf. Auf Platz 4 konnte sich dessen Bezwinger battlen. Herzlichen Glückwunsch an Wandelbars. Das ist Wandelbars, Top Shit, weltweit der Boss. Wenn ich komme, komm bei Headset-Rappern Selbstzweifel auf. Yo, ich bin ne geldgeile Sau. Parallel werden die Runden noch auf Selfie verkauft. 50% der VBT-Rapper sind Kids mit ner Panasonic. Der Rest sind mehr maskierte Spasten als im Avenger-Comic. Auf Platz 3 findet sich jemand, der ohne Zweifel bereits als Favoritencheck galt und bei einer weiteren Teilnahme sicher selbst zum Favoritenkreis gehören dürfte. Shaloki. Shaloki ist am Abgehen und jetzt werden wieder Hus zerstört. Ich nehm euch so ernst wie Buddhisten in nem Yono-Shirt. Ihr kommt mit eurer Kindercrew in abgefuckten Fischbauschen. Der zweitbeste Neuling, auch wenn er bereits mit viel Erfahrung ins Turnier ging und seine Battle-Karriere nun leider an den Nagel gehangen hat, ist Asta One. Bitte sag mir, wo soll ich jetzt anfangen? Ich muss verallgemeinern, entweder helft ihr wieder oder wir fallen gemeinsam. Wo ist die Szene und bitte wo die genannten Rapper, die das noch leben? Nicht nur reden im digitalen Battle. In einer Welt, wo jeder Spaß schon recht auf Stimme hat. In einer Welt, wo eine Maske sogar Image hat. Nur aneinandergereihte Punches ohne Dynamik. Und auf Platz 1 zum besten Newcomer des VBT Elite wählten die Zuschauer Teif. Keine große Überraschung, aber absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch an Teif. Ihr macht keine Punchlines, ihr rhymt scheiße auf Beats. Und rhymt dabei scheiße auf Beats. Ey, ich scheiß auf die Beats, die ihr Weak MCs pickt. Weil ich davon viel zu viel krieg. For real, Bitch, erzählt mir nicht, dass das Deal ist. Oder dass das stilistisch so gewollt war. Ist doch voll klar, dass das nicht ist. Bitches, ihr kommt mit krassem Flow. Nein, Mutterficker, was ihr macht, ist sicher nicht dope. Weil das ist meistens nur eine üble Kopie, als hätte man Hitler geklont.
Und nun zu einer Kategorie, die für mich ebenfalls deutlich zeigt, was das VBT einzigartig macht. Es geht um das beste Video. Auch oder gerade dieses Jahr wurde das Augenmerk wieder häufiger auf kreative Konzepte und ausgefallene Videos gesetzt, als auf extrem teure Technik und noch teurere Autos, aber ohne jegliche Ideen. Ein schönes Beispiel hierfür ist gleich der 5. Platz, welchen MC Baum für seine Runde gegen Smitty einheimst. Abenddämmerung, Kunst, Kohleförderband, Kunst, Fade to Black, Kunst, witzige Lichter, Kunst, Autos, Kunst, ein Stein, Kunst, Rauch in einem Glas, Kunst, Spinne, Kunst, ein Stein, Kunst, Opas Schreibmaschine, Kunst, eine Uhr, die aussieht wie der Schriftzug Time, so Kunst, alles dreht sich auf einem Plattenspieler, Kunst, Kunst, 20 Kunst. Standbilder von Gordon, Kunst. Er ist sehr schön, danke. Atmosphäre, Kunst. Ein Stein, 6 Uhr VBT, du machst betroffen, bitte hör auf. Du klingst wie Mitte 30 nach dem zweiten, dritten Burnout. Smitty, du klingst, als ob du gar keinen Spaß hast und an der Frage verzweifelst, wie klingt man denn nun anders? Auf Platz 4 findet sich das schöne Puppenspiel von TJ gegen Bladesa. Bei Bladesa dachte ich noch, hier kommt der Joker Freddy Satan oder Ted Bundy, Charles Manson oder Jeffrey Dahmer. Doch nee, da kommt ein Typ, das reinste Mobbing-Opfer ist, in dessen Bauchumfang man in der Einheit Doppelwopper misst. Digga, nur darum kommst du nicht in deinem Filmchen vor. Du bist Kunstkugel im Alvenus von Willendorf. Ey, im RBA-Forum, da meint dieser scheißegal, abgib mir zwei Gegner, kein Thema. Der 3. Platz konnte beim ersten VBT-Game der Geschichte erspielt werden. Herzlichen Glückwunsch an Knight. VBT Elite 32. gut abgemacht, woher du mich kennst? Ich war schon auf MGs Apfelsaft, was soll das Hipster-Image? Rap doch weiter so gay. Wenn ich dir morgens dein Tee klau, bist du einfach nur Jay. Es ist Night, gegen TJ Mike, dieser Miese mit Halbklasse, wie war das gleich? Meine Elite, ich weiß, dieser TJ, der zeigt ein paar miese Vergleiche und sie sind am Schreien, seine Beats sind ja geil, aber leider macht einfach dein Hype nicht so toll. Okay, auf Platz 2 findet sich nun nicht das krasseste Konzept, aber ein Video, das durch seine unglaublich dichte Atmosphäre punktete und Asta One mal von einer etwas anderen Seite zeigte. Check, du Schleppermaul, sag Bescheid, wenn Töchter stellen, ihr Unterhalt von Vatern braucht. Du Missgeburt aus Bayern, komm, bring lieber Lohn nach Hause. TJ, lass das rappen, du warst zu lang in der großen Pause. Du Furze, wirst durch das falsche Betteln deine Punkte haben. Master One in Druck, ist jeder Battle-Cypher ungeschlagen. Ja, du bist voll witzig mit den Wannabe-Slaps, doch in der Rückrunde zeig ich dir deinen Comedy-Rap. Und das beste Video des gesamten Turniers gab es aus Sicht der Zuschauer im Finale zu bestaunen. Es stammt wie bereits Platz 5 wieder von MC Baum und ist das Video seiner Rückrunde. Das zeigt, was man mit einem Green Room, einem einzigen Effekt und viel Bastelarbeit so für geniale Sachen anstellen kann. Herzlichen Glückwunsch an MC Baum. Ey, du bist so Brian, ich mach dir damit in die Fresse. Ich wirk was wie ein Rapper, echt. Nicht mal neben deinem Affen wirkst du wie ein echter Mensch. Way, schon wieder Finale mit drei Feature-Gästen, was habt ihr denn erwartet? Warum hast du dir mit der Hook denn Mühe gemacht? Ne Hook von Nick hätte hier doch sicher auch hingepasst. Hast du nichts gelernt? Wer den Takt nicht trifft, gewinnt den Scheiß. Und wer hier auf Rapper macht, wird immer von der Wege sein. Werd doch lieber Mediengestalter, da gibt's am Monatsende nämlich jedes Mal Gehalt, Mann. 7 Uhr in Kassel, du erwartest mein Besuch dort. Mindestens ebenso vielseitig wie die Videos sind natürlich auch die verschiedenen Herangehensweisen der Teilnehmer an ihre Texte. Auch hier finden sich unzählige unterschiedliche Stile im VBT. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, hier sind die Top 5 der besten Punchlines. Auf Platz 5 findet sich Meltek Rap mit folgender Line. Ey, du checkst den Punch nicht mal, wenn er dir direkt in die Fresse springt. Den check ich nicht, aber warum solltest du mir in die Fresse springen? Platz 4 erhält Klaus Bukake für seinen Gastbeitrag im Baumziehen-Runde gegen Smitty mit dieser Line. Du kommst auf Ideen, erst vom Baum drehen, dann den Baum drehen. Ich versteh nicht, was das soll, aber du zum Glück ja auch nicht. Smitty super kreativ, doch zum Lesen zu dumm. VBT, genau, das B steht für Kunst. Auf Platz 3 kommt MC Baum mit folgender von Jonas Platin entliehener Zeile. Du bist scheiße, hey, hey, hey. Ich der Nice. Du bist scheiße, 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 ich der Nice. Aus der Konterrunde stammt die Punchline, die es auf Platz 2 geschafft hat und von Brian Diamond gedroppt wurde. Mein Rapper-Vorbild ist Böhmermann, oh shit, die Line trifft. Ich hab nen Spasten bei euch eingeschleust, doch verrat nicht, wer es ist, Gordon. Und die beste Punchline des Turniers wurden nach Meinung der Zuschauer ebenfalls von Brian Diamond geliefert. Herzlichen Glückwunsch. Du hast so ein Milchgesicht, ich schmeiß mein Cornflakes in die Fresse, ey und... Kommen wir nun zu den schönen Gastbeiträgen in diesem Turnier.
Auch dieses Mal ließen es sich die Teilnehmer nicht nehmen und kollaborierten wieder gern untereinander und mit Teilnehmern aus früheren Turnieren. Auf Platz 5 findet sich der Ohrwurm-Hochspezialist schlechthin, der Meltech Rap in seiner Runde gegen Solek unterstützte. Kalli aus Flensburg. Ey yo, Solek, ey, was geht denn ab bei dir? Ey, du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, dass du Meltech Rap rasierst. Mach dein Ding, doch hör auf zu singen und mach ihn nicht krampfhaft auf maskulin. Und Digga, dein persönlicher Ohrwurm, pass auf, der geht, du wirst grad gefehlt. Auf dem vierten Platz finden wir Bladesasuk aus Teilzin-Runde gegen Blue. Das ist doch dieser eine von der Marketing-Gag-Supercrew. Der Style ist Zula Hoop, Hauptsache coole Moves. Wir kreieren im VBT einen Trend. Wir definieren uns über was Beliebiges, das jeder kennt. Color Crew, die Gang, die Werbeagentur. Elite, Digga, hier marschieren die RBAler durch. Ich seh nur schwarz für die Farbe. T-A-L-S, zermahlen nach Zahlen. Den dritten Platz gaben die Zuschauer an Cini, der Brian Diamond in seinem Nachtreten gegen Punches supportete. Cini, gib mir mal die Amphetamine. Wir machen Party in der Mars-Pyramide. Paar Ritalin, paar Gramm Ketamin. Danach geht Punches mit seiner Mazzo-Party-Raffine. Cini, gib mir mal die Amphetamine. Wir machen Party in der motherfucking Mars-Pyramide. Jetzt wird hart übertrieben, keine Stand-Dynamie, aber Knall. Heute wird sich hingerichtet. Nice. Punch ist nicht da, wir tanzen Jumpstep auf sein Wickeltischchen. Und wenn er wieder da ist, kriegt er Nippeltwitze. Jeder Vorbeteiler überschätzt sich hart. Ja, ja, aber dieser Punch ist klüger und gibt nach. Die gib mir mal die Amphetamine. Wir machen Party in der Mars-Pyramide. Paar Ritalin, paar Gramm Ketamin. Stimmt, ich glaub, ich hab mich gerade in Punches Nase verliebt. Brinzi, die gib mir mal die Amphetamine. Wir machen Party in der motherfucking Mars-Pyramide. Jetzt wird hart übertrieben, keine Stand-Dynamie. Aber Platz 2 geht an den legendären Moon, der Meltech Rap in seiner Rückrunde des Finales zur Seite stand. Prenzlberg, es tut mir leid, dass ihr es so erfahrt. Doch ihr werdet nie Mitglied sein bei Meltech oder Red. Ich red von Super Mario Level, ja. Ob ihr wollt oder nicht. Red von Zelda Level, ob ihr wollt oder nicht. Von einem schweren Level, ob ihr wollt oder nicht. Viele Level, ob ihr wollt und nicht. Und Platz 1 geht, natürlich muss man sagen, an Gordon, der die Flaschen durch den Club schmeißt. Aus Baums Runde gegen Armando. Eigentlich dürften wir diese Hook jetzt nicht zeigen, aber es wurde nun mal zur besten Hook des Turniers gewählt und wir lassen uns auch gerne dafür anklagen. Hier ist also für euch dieser Gordon. Herzlichen Glückwunsch. MC Bob, ich trinke 2 Wodka. Der ganze Abend geht auf mich. Ist schon okay, wir sind die allerbesten Freunde. Der Abend ist ganz geil. Ich schnappe mir Jenny und Gordon und wir tanzen zusammen im Jumpstart. Es ist der Gordon, der die Flaschen durch den Club schmeißt. Geh mit dem Zieber nach Hause, denn er guckt nice. Heiß, ich wuchte, quatsch dich los kurz an, denn deiner Zug auf mein Verstand. Während Jenny dein Good Girl von hinten antanzt. Es ist der Gordon, der die Flaschen durch den Club schmeißt. Geh mit MC Bob nach Hause, denn er guckt nice. Ich wuchtel, quatsch dich nur kurz an, denn deiner Zug raubt mein Verstand. Während Jenny dein Good Girl von hinten antanzt. Ach, war das schön. Nun kommen wir zur letzten Kategorie und hier geht es natürlich um die beste Runde. Hier muss man sagen, dass sich die Zuschauer längst nicht so einig waren wie in den anderen Kategorien und es hier alles sehr, sehr knapp zuging. Auf dem fünften Platz findet sich hier Asta Ones Runde gegen TJ, die wir ja bereits in den besten Videos hatten. Ein weiteres Mal herzlichen Glückwunsch an Asta. Du hast dieses Jahr echt zerrissen, lass an der Cam doch deine Pflanze hier weiterhin deine Runden drehen. Doch drehst du die Cam, kannst du die Reiterin meiner Lunte sehen. Die 3mm Clip deiner Schlampe, die Penis kriegt. Siehst beim Edelritt vom Maraba den 3mm Schnitt. Das kennst du ja von deinem Kopf, Dirty Check, du Schleppermaul. Sag Bescheid, wenn Töchter stellen dir Unterhalt von Vatern braucht. Platz 4 vergaben die Zuschauer an Meltech Raps Hinrunde gegen Solek. Ey, ich
Ich hatte ein Dreiviertel-Part gegen Punch-Arroganz. Dann fiel mir auf, alter Fuck, ey, das ist er ja wirklich. Vielleicht aber nur Solak, der Rapper, der die Flows rappt. Der Rapper, der die Flows des Rappers mit den Flows rappt. Es gibt Kiddies, die würden dich gern mal küssen, nur um Punch seinen Schwanz zu schmecken. Sei darauf stolz, Mans. Und könnten die bisschen türkisch, wenn nach dem Kuss noch nicht ende. Nee, die würden sagen, Bootschock Lesetle. Die Bronzemedaille in der Kategorie Beste Runde geht an Brian Diamond für seine Runde gegen Punches. Letztes VBT stack Punches aus, war zu viel Aufwand. Fußweg, Parkplatz, Haus waren richtig krasser Aufwand. Und jetzt ist das Kind halt wieder back, Respekt, jetzt hab ich auch Angst. Und was bringt der ohne Zeitdruck? Ja, Fußweg, Parkplatz, Haus waren Punchy, du bist echt der Beste. Und für das gewisse Hollywood-Feeling rappst du auch manchmal auf der Treppe. Erste Quali, eine Maske, danach dann so keine Maske. Dieses Jahr mit einer Maske, Teilfunk, aber keine Maske. Bist du ein bisschen bescheuert oder sowas? Du trägst die Maske wegen deines Shows, ist ja vernünftig und schlau. Aber Kündigung ist raus. Mit dem zweiten Platz darf sich abermals Meltag Rap für seine Runde gegen Dupa schrümen. Dein Flow ist Harakiri, das erste, das ich dachte nach den Paarungen bei LOL. Haha, GG, Quentin Taran Dupasch, was soll denn dieser Quatsch? Mit Dialogen aller Uwe Boll kauft es keiner ab. Seitdem mal bist du ein Battle-Rapper, ja? Er gibt's doch zu, du hast die komplizierte Story nicht gerafft. Und jetzt kommst du hier mit Parts, AK, suizidales Chatterbox gefrontet, machst auf litauischer Hollywood-Star. Im besten Fall bist du ne Parodie auf Cloud-Musik. Geht mich zwar nichts an, doch dein Bandana hinter Cloud zu tief. Und zur allerbesten Runde des Turniers wählten die meisten Zuschauer schon wieder eine Runde vom Sieger des Turniers, Meltag Rap, nämlich die Rückrunde gegen Solak. Herzlichen Glückwunsch an Meltag Rap, der diese Kategorie dominierte und damit auch seine Turnierleistung noch einmal unterstreicht. Du hast es geschafft und willst eine 1er-Video-Bewertung von mir gucken? Ja, dann gönn dir meine 16. Hinrunde. Ein wirklich harter Battlebeat, den du mir hier kredenzt. Ey, wenn du Dr. Dre den hörst, dann wird dein Pulli wieder weg. Du bist so produktiv, du produzierst keinen Track. Du fotokopierst doch hast sowieso die cooleren Fans. Okay, ist aber krass, wie du hier punchst. Ich lutsche Schwänze, echt, woher hast du das? Hat dir das dein Akku-Beat gesagt? Mal ehrlich, muss ich das verstehen? Ist das eine Line, die trifft, oder ist das mehr so? Guck mal, ich mach Rap, hä? Ich steck mit Props in die Möse. Ich kenn zwar nicht den Grund, aber hier ist noch ne Currywurst. Steck sie dir in den Mund. Wirklich Battle King, Rapper sind lächerlich, tolle Reime. Ich hab ne Frage, wer ist diese Melanie, von der du sprichst? So, Abschied nehmen fällt immer etwas schwer, gerade nach so einem Video, welches noch einmal zeigte, dass das Turnier rückblickend wirklich viele schöne Momente und Runden zu bieten hatte. Aber dies war nun mein letztes Video zum VBT Elite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß mit dem Turnier. Habt noch eine schöne Woche und bis bald, euer Ab.